Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. Diesmal komischerweise wieder im Fenstermodus. Ich weiß gerade nicht warum, vielleicht liegt es am Java-Update. Ich hoffe nicht. Aber das kann ich sagen, wer es so spielen kann. So, in der letzten Woche sind wir. Letzte Woche in der letzten Folge sind wir im Haus herumgeschlichen und haben uns das mal so weit angeguckt. Und jetzt gehen wir mal ins Zimmer rein. Zu. Oh. Okay, funktioniert der Schlüssel? Schade, passt nicht. Aber wieso ist doch ein Generalschlüssel? Na, vielleicht fing es mit der Zange auf. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Mit dem Hockeyschläger die Tür einschlagen? Schade. Ja. Die Vase. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Leertaste funktioniert ja wieder nicht. Okay. Ja, ich müsste mal gucken, was da los ist. Fällt mir auf, ich brauche 3 Folgen. Ja. Da ist ein Fenster. Schauen wir uns das Fenster noch an. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Das kann möglich sein. Ich meine, da auf der Straßensperre, da war ja auch eine Kirche und der Weg von der Kirche führt ja zu dem Haus und kann sein. Man will natürlich ja nichts zerstören, weil es ihr Haus ist. Alles zerstört, alles verwittert. Können wir Harvey mit der Tür benutzen? Ist das hier die Tür zu meinem Zimmer, Harvey? Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Okay, ja, dann müssen wir da mal rein. Harvey mit dem Fenster vielleicht? Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Ja, das ist hier. Wir kriegen die Tür nicht auf. Vielleicht. Wir haben ja eine Zange. Und der Schlüssel ist im Schloss ja, glaube ich, abgebrochen. Vielleicht schon von hier drin. Vielleicht aber auch von außen erst. Dann müsste man jetzt mal gucken. Zange. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Nicht? Oh. Das verwundert mich jetzt aber schon. Nichts, was man annehmen könnte. Spiele. Hintertür, oder war es die Tür? Zu. Ich gehe einfach mal von außen dran. Das ist nämlich die Hintertür hier. Aber wir haben hier vorne aufgeschlossen. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben hier aufgeschlossen. Oder? Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie zusammenkleben. Oh Mann. Gerade kratzt mein Hals im Moment.
vielleicht einfach so zusammen machen? Das fehlte gerade noch. Okay. Vielleicht das Feuerzeug so lange daran halten, bis das wieder zusammenschmilzt. Die Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Das heißt, du bräuchtest Lehm, Gold und einen Topf. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Ah, wir haben noch unten das Ofen. Können wir Feuerholz nehmen? Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Okay, kannst du denn den Ofen so anmachen? Der uralte Eisenofen. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Aha, okay, dann verflüssigen wir den Schlüssel. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Okay, dann gehen wir zum Fenster. Und, können wir von vorne, vor dem Haus irgendwie Erde mitnehmen? Da waren ja diese Zwerge im Vorgarten. Das ist... Die Zwerge sind aus Ton. Scherben. Er hat angefangen. Ja, Edna. Nehmen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. So, jetzt haben wir Scherben, Tonscherben. Das sind die Überreste des lästigen Bestellzwergs. Das hat er jetzt davon. Ja, so sehe ich das auch. Aber sonst haben wir hier wohl nichts mehr. Aber wie machen wir aus den Tonscherben jetzt irgendwie einen Abdruck? Wir sollten mal den Topf vielleicht aus dem Ofen nehmen. Hallo. Hey. Ein blödes Inventar. Ich hoffe, das Spiel spielt mir jetzt nicht ab. Das ist mir nämlich letztens im Fenstermodus abgeschmiert. Kinder, das Gold ist fertig! Upsa. Als ich den Spielstand nachgespielt habe. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder kann man den da so reinlegen? So kann ich den nicht reparieren. Okay. Ton da rein? Daraus könnte man vielleicht wieder was brennen, wenn sie nass wären. So aber nicht. Nass. Haben wir hier einen Wasserhandel funktioniert? Ich meine, ich glaube, das waren jetzt 10 Jahre, ne? Nach 10 Jahren in einem leerstehenden Haus, noch einen funktionierenden Wasseranschluss. Das ist, geht das? Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Wir haben noch vorne die Regentonne. Vielleicht ist da ja noch Wasser drin. Tonscherben nass. Nass, ja. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ja, jetzt machen wir hier den... Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Super, so, dann brennen wir doch zugleich den Abdruck. In den Ofen damit. Was einmal geklappt hat? Wird auch wieder klappen, hoffen wir. Benutze Topflappen mit Ofen. Jetzt gießen wir das Gute Gold Idee. Da rein. Ich schütte das Gold in die Form. Genau, jetzt gehen wir wieder hoch und tauchen das heiße Schlüsselmuster jetzt in die Tonne. Und nun pökeln wir den Schlüssel daraus. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Das hat sich jetzt mein irgendwie Vater angehört. Wollte nie, dass ich einen bekomme.
Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ein Schlüssel, sie alle zu öffnen. Das hört sich jetzt irgendwie an wie eine Tür, aber okay, na gut. Wie als wenn man eine Tür in den Schlüssel steckt. Ich kann so gutes Deutsch, das ist, ja. Als wenn man einen Schlüssel in ein Schlüsselloch steckt und umdreht. Oder so, also so. So. Ja, nicht ganz, aber halt. Egal. So, dann gehen wir mal in den Raum. Hallo. Danke sehr. Oh, das Spaß doch noch ein bisschen zu rätseln, nicht alles zu wissen. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harv. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Witwangs sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Okay. Ja, gefunden. Ich habe mir nochmal schön ein Poster von The Delic Logo und ein Poster von Whispered World. Welches Logo ich ja gerade auch aktuell noch spiele, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch, wenn die Folge rauskommt. Okay, guck mal erstmal in den Korb. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Okay, ich höre mir trotzdem mal die Poki an. Der aufmerksame Zuhörer mag sich in diesem ersten, letzten Rückblenden-Screen wohl die Frage stellen, berechtigterweise, wie kann es sein, dass die Hintergründe, die etwa ein Dreivierteljahr vor Gründung von The Delic entstanden sind, bereits mit der The Delic Feder und sogar einem Plakat zu The Whispered World geziert sind. Die langweilige Antwort auf diese Frage ist natürlich von später hier in den Hintergrund rein montiert, woraus sich auch die Anschlussfrage ergibt, was war wohl vorher auf diesen Postern? Und die noch viel langweiligere Antwort auf diese Frage ist, vorher waren das einfach zwei einfarbige Poster in diesem Raum. Enttäuschend. Ja, okay. Fenster. Poster kann ich anklicken. Da ist ein Elefant. Kann
ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Okay, dann müssen wir das jetzt auch schlagen. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Ach ja, diese tollen Anspielungen auf Filme und Spiele.